schwarzes Gold. Das ist richtig gut, ihr Lieben. Also, Aeropress, Hario, Handkaffeemühle und dann auch den Prismo-Adapter. Man hat richtig guten Kaffee. Für. Also frisch gemahlen, richtig gut. Das Geile ist, ab sofort kriegt ihr das Ganze bei uns im Shop. Oder wie spät ist es mittlerweile? 10. 10. Guten Morgen, kann man so sagen. Wir hatten mega kalt, war aber irgendwie auch eine mega coole Nacht. Wir sind so ganz spontan in unserem Jeep hier übernachtet. Haben von Philipp und Caro zwei Isomatten bekommen und es war arschkalt. Aber es hat geklappt und jetzt haben wir uns spontan entschieden, dass wir alle zusammen die nächsten Tage noch weiter reisen werden. Und wir fahren dann heute ins Death Valley. Wir sind schon mal losgefahren. Wir fahren jetzt über Las Vegas und kaufen uns eine fette, warme Decke. Und dann treffen wir uns heute Abend auf einem kleinen Campingplatz im Death Valley. Und ja, voll geil. Ich freue mich voll. Das macht so Spaß. Das ist so geil. Und ja, jetzt fahren wir hier noch so eine Offroad-Strecke und dann kommen wir, glaube ich, gleich wieder auf eine normale Straße. Und dann geht's nach Las Vegas. Auch krass. Und ja. Mega. Mega, mega, mega. Las Vegas ohne Hangover, das wäre gestern gewesen. Ich war gestern so verkatert. Und ja, es ist so reisen wie früher mal wieder. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, an die Vlogs damals aus Australien, Westaustralien. Da sind wir auch die ganze Zeit so gereist. Das war so geil. Und habe ich vermisst, habe ich vergessen, wie es war. Feels were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnapped me. We're fond of their Route 66. Take me back, all the way back. Them days running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. Wir wollten ja eigentlich nur durch Kalifornien und haben alles geplant. So, das war ein kurzes Rendezvous mit Las Vegas, denn wir sind schon wieder auf dem Weg nach draußen. Wir waren wirklich nur einmal groß einkaufen, um im Auto zu schlafen und für Essen. Caro und Philipp sind den kürzeren Weg zum Death Valley gefahren. Wir sind über Las Vegas gefahren, keinen Umweg. Und das ist hier so quasi der nächstgrößte Ort. Genau. Und jetzt müssen wir mal 3 Stunden fahren. Und dann sind wir im Death Valley. Also wir fahren jetzt wieder zurück nach Kalifornien. Ich habe gerade schon gehört, dass hier eine mega lange Schlange lang gerannt ist. Das war nicht Sebastian. Brauche ich jetzt irgendwie gar nicht für eine Schlange.
aber es ist mega geil hier. Wir sind hier Wild Rose im Death Valley. Extrem cool. Die zwei Willis sind hier. So, und jetzt wird Feuer gemacht, gegrillt und dann wird der Abend genossen. I know that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go. We're better off tomorrow, but who knows? Who knows if we get joy or sorrow? Ooh, ooh. Stay true to that fire in your heart and your soul. Schönen guten Morgen. Es ist einfach wahnsinnig geil, was Caro und Philipp sich hier aufgebaut haben mit dem Willi. Also unglaublich. Total autark. Mit Dusche. Ich fühle mich jetzt frisch geduscht, gerade geduschen gewesen. Richtig genial. Ach, eigentlich total cool, ne? Wir wollten uns eigentlich nur für einen Abend am Montag treffen. Heute ist Donnerstag und wir sind immer noch zusammen. Wahnsinnig geil. Wir müssen uns allerdings so langsam, also vielleicht bleiben wir heute noch mit denen zusammen, weiß ich noch nicht. Aber wir müssen uns langsam mal auf den Weg Richtung San Francisco machen, weil wir am Montag zurückfliegen. Aber bis dahin, alles gut. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, we get a little wiser. There's things in life you simply need to know. Sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wondering, before you make it safely to the end, the end, the end. And if you ever wonder, there is nothing wrong. Wahnsinn, wir sind hier richtig weit hoch, ist auch richtig kalt. Und da unten konnt ihr quasi unter den Meeresspiegel sehen. Das ist unglaublich, Death Valley. Wir sind ja gestern schon einen Teil unter Meeresspiegel gefahren. Ich glaube, dass wir da auch jetzt wieder in die Richtung fahren. Unglaublich, unglaublich. Diese Landschaft hier ist der Wahnsinn. Life, 50 Meilen auf dem Asphalt haben wir jetzt geschafft. Und jetzt 20 Meilen Offroad. Mega! Man will das ein bisschen konzentrieren, weil diese Straße wohl sehr dafür bekannt ist, dass die Reifen aufschlitzt. Und wir haben nur einen ganz normalen Mietwagen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So Leute, uns ist gerade aufgefallen, dass die Linse, die wir jetzt drauf haben, das ist die 2470 von Canon, von innen voller Staub ist. Das darf eigentlich überhaupt nicht sein. Total krass. Ich hoffe, naja, wir haben da keine Garantie drauf. Total krass, darf eigentlich überhaupt nicht sein. Bedeutet, dass alle Bilder ab sofort ein bisschen staubig werden. Das ist unser neuer Insta-Filter. Unser neuer Instagram-Filter. Instagram-Filter Staub. Oh, ich muss den Kofferraum aufzumachen. Ups.
lieber Scholli. Es war heute, es war eine krasse Fahrt, ey. Aber ganz kurz, mini, aufgesetzt, ein ganz kleiner Kratzer, oder? Aber mega geil, ey. War eine scheiß Fahrt hierher, aber der letzte kleine Teil hat auch eben echt ein bisschen Spaß gemacht. Da musst du ein bisschen mitdenken. Mega, ey. Geiler Spot, schau dich das an. Auch geil, der war mal pechschwarz. Der ist so eher grau. Salut. Prost. Prost. Forget about certain rules. Oh, the payment and the long, long road. Yeah. And you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. But all alone, and you're always staring at your phone. You need another great relief. We are so letzter Tag mit Philipp und Caro, oder letzter Morgen. Wir haben uns heute dazu entschlossen, dass wir uns heute auf jeden Fall trennen werden, denn es ist Freitag und Montag fliegen wir von San Francisco und es sind noch irgendwie 1000 Meilen oder so. Also sollten wir uns mal langsam auf den Weg machen. Das ist total krass, wie schnell die letzten 5 Tage vergangen sind. Einfach so mega schnell, das war echt sehr, sehr cool. Jetzt werden wir noch ein bisschen frühstücken, den letzten Morgen quasi genießen, dann haben wir nochmal eine schöne Offroad-Strecke zurück, außerhalb des Death Valley National Parks. Und dann werden wir heute so Richtung Reno fahren. Mal schauen, ob wir es den ganzen Weg da hoch schaffen. Es ist schon sehr hoch und auch schon noch viel verschneit, glaube ich, um die Jahreszeit. Aber jo, ich bin gespannt. Oh, wir sind hier bei Masterchef USA. Masterchef. We'll be singing all night long. Oh baby, this time we'll be gone forever. Never. Wir fahren jetzt nach Lone Pine. Nehmen die kurze Strecke, 5 Meilen. Aber wir werden dafür mit Sicherheit, 5 Meilen sind 8 Kilometer, für die wir mit Sicherheit so 1,5 Stunden brauchen werden. Also offroaden, da musst du schon ein bisschen langsamer und konzentrierter fahren. Ich bin sehr gespannt. Wir haben vorhin jemanden getroffen, der meinte so Durchschnittsgeschwindigkeit 3 Meilen pro Stunde ungefähr, weil das halt so anspruchsvoll über so viele Steine geht. Lippincott Pass. Bin ich echt mal gespannt. Zum Glück habe ich echt, ich habe Respekt davor, aber ein Glück, dass wir zu zweit, also zwei Autos, beziehungsweise zu viert. Machen es einfach mal. Dieser Offroad-Trail, der ist gar nicht mal so krass. Also ich kann kein Auto fahren, deshalb kann ich es nicht bewerten. Aber so als Beifahrerin. Aber diese Aussichten sind der Wahnsinn. Das ist so schön. Und Caro und Philipp haben uns erzählt, dass dieses Death Valley hier das zweitgrößte Wildnisgebiet Amerikas ist. Also neben Alaska. Richtig geil. Also der USA, nicht Amerikas, aber mega. Und das ist einfach nur so, ach, so schön. Ein bisschen Stau hier, aber es geht gleich weiter.
super cool. Wir haben jetzt so ein paar andere Offroader hier getroffen und die helfen uns jetzt, diese Strecke zu fahren. Weil der Defender so hoch ist und das ganze Gewicht auf dem Dach ist, könnte der kippen. Und jetzt helfen die uns, dass wir hier durchkommen. Total nett, die sind total cool. Die sind aus Las Vegas und machen hier irgendwie so einen Weekend-Trip und haben ganz viele Hunde und total nett. Total cool. Mal gucken, ob wir es schaffen. Yay, wir haben es geschafft, dank der Hilfe der netten Jungs. Die sind so cool. Und die haben mir gerade auch noch einen Tipp für einen Campingplatz gegeben. Den werde ich gleich mal weitergeben und vielleicht übernachten wir da heute Abend. Ja. Super cool. Ich habe jetzt quasi herausgefunden, dass ich den Sitz nach oben machen kann. Und sitze jetzt natürlich viel höher und habe eine viel bessere Sicht auf die also Straße kann man das nicht nennen, aber auf dem Weg hier. Das ist echt cool. Du hast es geschafft! Wie war's? Ja, ging eigentlich. Also es sieht von draußen viel krasser aus als von drin. Und diese Schräglage, vor der wir ja so ein bisschen Angst hatten, war überhaupt gar kein Problem. Das ist echt krass. Beim Defender ist das natürlich noch mal ein bisschen krasser, weil die Gewichtsverlagerung ja eine ganz andere ist. Aber war alles kein Problem. Total krass, dass wir da hoch sind. Da würde man gar nicht meinen, dass da irgendwas ist. Total crazy. Statt 5 Meilen waren wir jetzt einfach mal 40, ich weiß gar nicht, also wir waren richtig lange und viel unterwegs. 4 Stunden insgesamt, aber es war eine so schöne Strecke, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und man kann sie mit einem Mietwagen, mit einem Jeep auch locker fahren. Also krass hier in Kalifornien, wie viele verschiedene Landschaften es hier gibt. Und wir fahren jetzt quasi vom Death Valley in so ein anderes Tal. Das schlängelt sich so in den Norden hoch. Da fahren wir jetzt lang. Und das ist an den ganzen Nationalparks, an der Ostseite der ganzen Nationalparks. Und da liegt überall Schnee auf den Bergen. Und das ist einfach so krass, weil jetzt hier im Death Valley ist quasi Wüste und Stein und nichts. Und dann auf der anderen Seite sind Wälder, Mammutbäume, Bären, Schnee, also das ist krass, das ist wie zwei Welten nebeneinander, das ist total faszinierend. Wir sind angekommen. Hier ist es hier, Alabama Hills, ne? Ja. Alabama Hills in Lone Pine. Das ist total krass. Du fährst hier halt irgendwie so, wir sind 30 Meilen von dieser Abzweigung da hierher gefahren. Meinst du gar nicht, das ist Backcountry? Also Lone Pine sieht aus wie so ein eingeschlafenes Örtchen. Und 5 Meilen davon entfernt hast du hier dieses fette, also wahnsinnig geil. Und dann da sind die richtig hohen Berge. Und dahinter, was meinte Lina ja vorhin schon, hat man dann quasi
Wälder und Bären und so. Das ist total verrückt. Richtig gut. Letzter Abend mit Caro und Philipp und Willi. Morgen machen wir uns auf den Weg nach Reno. Aber das ist ein geiler Ort. Für ein geiles Finish. Für eine geile Woche mit den drei. Und morgen muss der Willi hier mal ordentlich sauber gemacht werden, denn der ist eigentlich so schwarz. Caro und Philipp und dem Original Willi. Es war unglaublich cool die letzten 5 Tage. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, das war's für den Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und einen schönen Tag. Und nicht vergessen, stay wild. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.